Wow, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen im Fellwechsel. Da haben wir das leidende Tier. Und da haben wir noch die Ella. Hallo. Guck. Und wir haben noch ein haariges Etwas, was gerade noch zu Tisch ist. Genau, der hat noch ein bisschen Hunger. Und wir haben diverse Sachen mal vorbereitet. Yeah. Beauty-Tag im Stall. Genau. Also und jeder hat ja da so seinen Favoriten bei der ganzen Geschichte. Und jeder kann mal ein bisschen erzählen, warum, wieso, weshalb. Und wir testen die Teile natürlich jetzt auch an unseren Ponys noch, was uns am besten gefällt. Und eure Meinung ist natürlich auch gefragt, was sind eure Favoriten beim Fellwechsel? Hier habt ihr nochmal gleich unsere kleine Auswahl. Okay, let's go. Womit fangen wir an? Federstriegel. Federstriegel. Ist ja nicht so, dass wir die wenig vertreten haben, ne? Dreimal soll schon was sagen. Ich nehme mal die Magic Brush als erstes. Und wir haben noch einen Gast bei, falls er mitmachen will. Hallöchen. Rico. Das ist Rico. Was ist dein Favorit aktuell? Ich hab ein Gummidings. Und das heißt wirklich Gummidings. Ein Gummidings. Das ja. Heißt so. Ja, ich habe sogar zwei Favoriten, die beiden hier. Und die probieren wir jetzt mal aus an unseren Ponys. Ja. So sieht's aus. Let's go. Auf geht's. Jo. Wow. Federstriegel. Wenn du den Hals aufnimmst. Ja, ja. Mein absoluter Favorit. Es bleibt viel hängen. Und wenn wir jetzt Exemplare wie mein Jack haben, der wirklich langes Haar trägt, dann kann man das nämlich eigentlich ganz einfach ändern. Das ist nicht meiner, das ist der von meiner Reitbeteiligung. So, jetzt haben wir es geändert. Ach, wie geil. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, echt nicht? Nee, ich habe das Ding nie benutzt. Hast du einmal einen Tinker, dann kennst du die Dinger. Ja? Also für die langhaarigen Exemplare, Isländer, Tinker, nimmst du die lange Seite. Und dann lockerst du auch viel besser das Fell auf. Und es bleibt auch was hängen. Nom nom. Ja. Das fliegt trotzdem ganz schön viel durch die Gegend. Ja. Da ist die. Der ist ja Kurzhaar. Ja, ich finde das. Europäisch Kurzhaar. Ja. Dieses Ding hier von Oster, das ist so ein grober Gummistriegel, ist mein absoluter Favorit. Weil der massiert halt super schön. Also Chico mag das eigentlich auch ganz gerne. Und was ich halt sehr praktisch finde, und ich habe mal in einem Stall gestanden, die halt übelst penibel waren, was so Haare auf dem Boden und so weiter anging. Wow. Nee, aber deswegen mag ich das irgendwie total gerne, das Ding, weil das machst du einfach raus und dann ist fertig. Kannst du nicht essen. Aber er ist nicht so dolle effektiv. Also ich glaube, bei einem Isländer oder Tinker hättest du hier schon ganz schön zu kämpfen. Ja, ich habe den mal bei Jack entwendet. Ach so, wird einfach getestet. Mein Putzzeug entwendet hier. Ich bin einmal rüber gestrichen, da war das Ding voll. Also. Ja, das ist so. Aber für Chico, also für so Quarter und so, ist das irgendwie total cool. Ja. Für Warmblüter ist das auch super. Das mag ich gerne. Jetzt kommt mal der Rico mit seinem Wunderdingens. Rico, was hast du? Du hast das Gummidingensbummens. Gummidingsdingbummens. Die haben auch eine Internetseite, also die könnten wir dann auch verlinken, wenn ich sie nochmal finde. So, das ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte früher ein Kaltblut und da ist das eigentlich nur sowas von gefusselt vom Allerfeinsten. Man drückt leicht auf, nicht zu doll. Es ist gleichzeitig eine schöne Massage sogar fürs Pferd. Also Chico mag es, glaube ich, auch ganz gerne. Dann, hier kann man es ganz gut sehen. Wow, krass. Das ist praktisch das ganze Unterfell, das kommt hier dann mit raus. Und man sollte keine schwarzen Sachen auf jeden Fall anziehen. Aber man kann es überall verwenden. Wow, okay, gut, ja, das beeindruckt mich jetzt doch ein bisschen. Scheiße, das kann... Also... Okay, ich kannte das Ding noch nicht. Cool. Wollen wir natürlich nicht alles raus machen. Wenn es jetzt noch mal minus 10 Grad ist, dann wird es nackig, das Pferd, und dann friert es. Aber man sieht, das funktioniert wirklich. Ich habe es selbst empfohlen bekommen damals von der Besitzerin, wo ich Reitbeteiligung war. Und am Anfang guckt man natürlich skeptisch, einfach nur Gummidings. Also klingt doof, ist doof, aber ich habe es dann mehrmals selbst getestet. Chico sagt, ja genau, da, mach mal mehr weiter. Ich weiß, dass Chico das ganz gerne mag. Ja. Wie man, wie gesagt, sieht, man kann einiges rausnehmen.
cool. Also das ist schon wirklich nicht schlecht. Aber Ella meinte gerade noch, sie hat noch was anderes, was irgendwie, was sie auch total toll findet. Wir zoomen mal ran. Was denn bitte? Ein Putzstein. Komm mal her. Die Funktion eines Gummidingens finde ich für mich aber handlicher, weil ich habe ja auch eh so Kinderhände. Es macht halt dasselbe Prinzip. Ne? Du gehst halt hier ran, kurze Bewegungen und es holt halt auch einfach die losen Haare raus. Funktioniert auch bei Langhaarigen, also so Isländer und Isländer-Halblinge und sowas. Und zusätzlich holt es aber auch noch so ein bisschen Schmutz aus dem Pferd raus. Also, und er nutzt sich ab, also irgendwann ist der alle. Mach mal da unten. Ach, ja, das okay, sind diese ja abgenutzten Dinger. Ah, okay. Deswegen sieht ja auch schon so aus wie so ein Schwamm. Kann man das da sauber machen, indem man das abklopft da, was da, die andere Seite? Naja, ich klopfe es halt immer aus und dann kommen halt so Dreck und Abnutzungen. Ja. Und sowas kommt dann halt raus. Okay, gut. Also das Ding ist quasi irgendwann weg. Ja, der braucht sich auf. Der ist irgendwann alle, muss neu gekauft werden. Okay. Hat mir hier auch einer aus dem Stall aufs Auge gedrückt. Sehr schön. Aber ich glaube... Was machst du da? Auch ein altes Pony kann noch Fell absaufen. Oh. Ja, gerade bei den älteren Ponys ist es ja wichtig, denen zu helfen beim Fellwechsel. Die haben es ja meistens nicht so leicht mit ihrem Stoffwechsel, dann das Fell ordentlich runterzuschmeißen. Genau. Aber noch hast du ein bisschen Zeit, weil noch ist ja Herz. Ein Geheimtipp, der eigentlich schon ein bisschen rumgegangen ist, glaube ich, ist die Magic Brush, aber nicht so, weil man dann halt alles gleich voll hat mit Haaren. Okay, jetzt geht's eigentlich gerade, weil wir schon überall ausprobiert haben. Aber hier sieht man das, glaube ich, nochmal ganz gut. Magic Brush umdrehen und mit der Rückseite. Also ja, hier ist noch ja, was. Haben wir noch nicht weggeputzt hier. Also das ist eigentlich auch ziemlich effektiv so. Aber das Problem, was ich jetzt beim Putzstein habe, bei dem Ding und bei diesen Gummidingens ist, dass das alles rumfliegt. Also sowas, was es richtig festhält, habe ich irgendwie noch nicht gefunden, außer das Osterteil. Deswegen mag ich das so total gerne. Aber ich glaube, da kommst du halt mit den bei den Langhaarpferden nicht so weit. Und wenn gar nichts mehr geht, hat Ella noch etwas, worauf sie total steht. Wenn alle Stricke reißen, liebe Ella. Dann hab ich noch einen Fruminator. da muss ich aber dazu sagen, es ist ein Erbstück meines verstorbenen Katers und ist genau genommen eine Größe für kleine Hunde. Ja, mein Kater hatte die Formate eines kleinen Hundes. Wegen dieser Striegel auch. Und wenn Jack so gar nicht mehr weiterkommt, dann nehme ich halt tatsächlich das Teil. Aufgrund der Größe stehe ich dann auch ein paar Stunden. Aber ich kann dann hier tatsächlich auch dann ganz effektiv bei ihm... hier ist, glaube ich, gerade Chicos Langhaarstelle. Durch ein bisschen Schaben und Kratzen kann ich ihm dann damit auch noch mal ganz gezielt helfen. Wir kommen auf jeden Fall bis auf die Haut durch. Das heißt, so ein kleiner Massageeffekt ist auch noch mal mit bei. Ja, das ist so, wenn alle Stricke reißen. Ja. Dann muss der immer noch hin. Genau. Aber ich würde bei dem Fruminator echt vorsichtig sein bei dem Ding und den nicht zu früh anwenden, damit ihr nicht das Unterfell so schnell rausholt aus euren Pferden, weil wir haben es ja jetzt erlebt, dass nochmal so spontan, juhu, minus 10, ja, minus 12 15. Grad, 15 Grad hatten wir glaube ich jetzt auch, nochmal ganz, ganz dolle kalt wird, gerade so Ende Februar und dann habt ihr damit schon das Unterfell von euren Pferden rausgeholt. Nicht machen. Nee, also der ist wirklich, wenn es zum Ende hin des Fellwechsels geht und gerade, wie gesagt, die Alten, die haben es ja ein bisschen schwerer und damit helfe ich ihnen. Aber wie gesagt, ich stehe dann auch ein paar Stunden. Ja. Das ist dann nicht mal eben einmal durch und fertig. Ja. Also, ne, später dann, aber ansonsten eigentlich ganz cool. So, nochmal unsere Favoriten im... Wo ist Rico? Da. Im Überblick. Der Größe nach sortieren. Der Größe nach sortieren ist auch gut. Also, meiner auf jeden Fall der Gummistriegel, der grobe von Oster, das Ding. Einfach, weil der das Fell super auffängt. Und für Tico da, für das Kurzhaartier, funktioniert das super. Ella, yours? Immer noch der Federstriegel mit den beidigen Seiten. Weil für dieses Exemplar hier das Idealste, die Kinderstiften ja auch gegessen, kann ich, wie gesagt,
im Sommer helfen, im Sommer helfen, tolles Deutsch. Ah. Im Winter ihm helfen, korrekt den Fellwechsel zu begehen. Und da an der Schulter sieht man ja, ne, da könnte ich Zopfflächen. Also das Federstriegel für alles, was wirklich Fell hat. Yay. Ja, und du? Ja, mein Favorit ist das Gummidings. Wie man sieht, man kriegt wirklich viel Fell raus, auch das Unterfell, ja, was meistens ja ziemlich grob sein kann. Und gleichzeitig eine schöne Massage für das Pferd. Wo man es bei Chico gesehen hat, der sehr genossen hat. Das stimmt allerdings. Er war richtig so, oh ja, genau da. Großartig. So. Was sind denn eure Favoriten beim Fellwechsel? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein und vor allen Dingen auch warum. Und wenn ihr noch irgendwas habt, was wir jetzt hier nicht dabei hatten, dann schreibt es auch unbedingt unten in die Kommentare. Ich glaube, wir probieren auch gerne noch weiter rum, oder? Genau. Okay. Na dann, wenn euch das Video so gefallen hat, dann lasst ihn doch gerne einen Like da. Und dann könnt ihr hier natürlich noch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und euch noch in ein anderes Video reinklicken. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal.